Es war einmal ein Mann auf einer Burg. Er hat gesagt, was passiert, wenn die Ritter angreifen? Dann haben die Ritter angegriffen und dann haben sie das verfilmt. Ja, verfilmt? Und so wurde Asterix geboren. Der Asterix sind nicht bei den Ritter. Wo schon? Natürlich. Na, Asterix bei den Briten, Asterix bei der Hinkelstein-Operation, Asterix bei der Eroberung von Rom, Asterix... Und die Ritter. Und die Ritter. Gibt es auch was mit Piraten? Es gibt ja, wirklich, sicher, ja, es gibt eh Piraten. Gibt es keinen Film, wo das die Oberbösen sind? Nein. Richtig, das ist das Asterix-Quiz nicht bestanden. Es gibt nämlich einen Film, wo die Piraten die Bösen sind. Mhm. Und der heißt Asterix gegen die Piraten. Niemals. Was glaubst du mir das jetzt nicht? Matkip fragt, was war die beste Wir-kommen-Nick-Kinderserie? Ein Extra Life. Hey, was war sie? Das mit Zoe 101. Das kenne ich nicht. Nein! Jetzt kannst du... nein. Irgendwann hört sich der Spaß auch auf. Jetzt kann ich gehen. Ja, jetzt kannst du gehen. Weil da drüben ist das Fenster. Ja. Mhm. Yeah. Du bist jetzt eine Ziege. Ja. Daniel Bryan. Man nennt ihn auch Goat Simulator, der Hauptcharakter. Das hat Little Kuribo gesagt. Mhm. Was hältst du von dem Little Kuribo Song? Der Pharao ist hier. Oder wie heißt das? Ja, Pharaoh's Throne. Ja, genau. We fought Yugi. Mhm. Da hat er gesagt, Little Kuribo. Und weiter weiß ich nicht. Aber ich fand das gut. Und du hast dann, glaube ich, ein Spiel von Little Kuribo auf deinem PC. Auf deinem ja, Mac. Ja, wo er Voice er boy, boy, hat. Boy. Ich habe nur die Demo und ich glaube, in der Demo ist die Figur nicht dabei, die er gevoiced hat. Kaufbürste spielt er, das ist relativ neu, glaube ich. Und es ist wahrscheinlich relativ schlecht. Nein, ist nicht. Ist das nicht so ein Ritterspiel? Ja, ja. Ja, habe ich ja gesagt. Das, ich meine, ein Ritterspiel. Ja, aber hast du jemals ein gutes Ritterspiel gespielt? Also ich definitiv nicht. Little Kuribo ist aber einer dieser Ritter, also. Es wäre lustig, wenn er ein Pharao wäre, aber wenn er ein Ritter ist, geht der Witz einfach verloren. Schau, ich spiele und getanzt. So, das ist ein neues Spiel, das könnten wir spielen. Wie kannst du das jetzt spielen? Ja. Und dann würden die Leute das auch schauen, weil das neu ist. Okay. Die Leute schauen neue Sachen. Die Leute schauen neue Sachen? Ja. Musst du da nicht in jeden Stockwerk stehen bleiben? Fall einfach ganz runter. Ich brauche aber den Schlüssel von dort. So. Ja. Jetzt kennst du dich aus. Ja. Jetzt hast du mich fast abgelenkt. Okay? Das habe ich gut gemacht. Das hast du nicht gut gemacht. Schau, ich habe das Spiel vor dem Stream noch. Ja, geübt. In 2 Sekunden durchgespielt. Aber jetzt. Und jetzt habe ich schon 2 Game Overs. Das ist alles anders. 2 Game OVAs, wie man ja auch sagt. Das, nein, der Controller hat einen Schaden. Schau, natürlich muss ich jetzt da starten. Das Lustige ist, hätte ich den Schlüssel nicht geholt, hätten sie mich dort starten lassen dürfen. Ja, aber du musst den Schlüssel holen. Kletter einfach gerade rauf. Hast du es gesehen? Ich würde, wenn ich Spelunke wäre, einfach in die Ritze von der Höhle reinspringen. Na wusch. Und hoffen, dass er nicht mehr rausgeht. Die Ritze von der Höhle? Er wurde erstochen. Ich hatte 4 Leben. Jetzt hast du nur noch? 2. Ja, das geht sich aus. Komm, du schaffst das. Der Schatz ist ganz unten, oder was? Der ist nicht ganz unten. Ja, dann geh nicht ganz runter. Ah, schau, ja, aber ich muss ganz runter und dann wieder rauf zu gehen und dann ist der Schatz hier. Ey, das ist schon ganz unten jetzt? Nein, schau, da geht's noch. Ich bin im 1. Stock. Es gibt 9 Stockwerke. Wow. Ja, aber das ist nur, wo sich die Farbe ändert, oder? Nein. Das ist das 2. Spiel. Das ist Second Quest. Und dann kommt 3rd Quest. Wie viele Quests gibt's? 9. 9 Quests? Der 9. Quest ist... Mit 9 Stockwerke? Nein. Jeder? Natürlich, es ist immer dasselbe Spiel. Aber andere Farbe, gell? Sag ihnen ein Gesprächsthema, ich will nicht über dieses Spiel reden. Ja, wieso? Das ist interessant. Ich kenne mich nicht so aus, du musst mir das sagen. Seth Rollins hat bei WrestleMania gewonnen. Echt? Gegen wem? Gegen Brock Lesnar und... Brock Lesnar? Und diesen einen mit den langen schwarzen Haaren. Meinst du Great Khali? Nein, der neue. Dieser, der so ist wie John Cena, aber ein bisschen schlechter. Wie heißt der? Ah, warte. Ja! Mhm. Sehr gut. Ich weiß nicht. Roman Reigens. Ja, Roman Reigens. Ja.
Und ich bin froh, dass das Seth Rollins gewonnen hat, weil Seth Rollins ist jetzt vielleicht mein Lieblingswrestler. Und irgendjemand hat gesagt, dass der nichts drauf hat. Echt? Aber ich finde, Seth Rollins hat einiges drauf. An seiner Frisur kann man schon erkennen, dass er gut ist. Vier Zuseher! Ich glaube, jetzt sollst du dich erstmal vorstellen. Soll ich mir erstmal die Schminke ab? Nein, stell dich mal vor, das haben wir auch nie gemacht. Echt nicht? Noch nie haben wir das gemacht. Ich bin heute in der Rolle des Dusty Carl unterwegs, deswegen auch meine Verkleidung und Schminke. Oh ja, die Musik. Die Musik? Ich hoffe, die Musik ist gut. Okay, wie viele Schlüssel hast du und wie viel brauchst du? Sagen wir mal das. Okay, du hast jetzt genug Zeit gehabt, dich vorzustellen. Mein Name ist Tamato, meine Hobbys sind Schwimmen und Radfahren. Ach so, so viel vorstellen gleich. Ja, Hobbys. Bei mir ist Schwimmen und Radfahren. Dichte nicht spielen und Radfahren. Okay. Augenfarbe. Keine Ahnung. Blutgruppe. Dann schau mal nach. Das war jetzt clever von dir, aber auf das falle ich nicht hinein. Ja, also ich kenne ja deine Tricks und auch deine Kniffe. Also, wenn man träumt, sagt man, kneif mich, ich glaube, ich träume. Ja, nein, zwick mich, sagt man. Das sagt man in Österreich. Also, echt? Sagst du es nur in Österreich? Ja, sicher. Glaubst du, zwicken ist ein offizielles deutsches Wort? Klar, da habe ich immer Probleme, um das zu wissen. Schau, jetzt bin ich der Waldjoker. Matt hat herausgefunden, was das Bild ist, was wir heute unten haben. Was? Nämlich ein Bücherregal in der Dunkelheit. Ja. Und wer rät, wie viele Bücher da drin sind, der gewinnt einen Spelunkerhut. Was ist da passiert? Was heißt er rät? Ich glaube, du meinst, wer es erkennt. Was ist da passiert? Ja, ich verstehe manchmal in derselben Stimme. Ich verstehe manchmal nicht, warum er stirbt, beziehungsweise warum du stirbst. Warum sie stirbt. Der Spelunke ist weiblich. Nein. Ja, aber ich glaube schon. Schau, jetzt bin ich mal nicht cool, okay? Cool. Ich mach das eher langsamer. Weil vorhin, da warst du auf dem Seil. Und sehr cool. Dann bist du abgerutscht, oder? Hast du dann losgelassen? Ja, ich meine, der ist ein Industriekletterer, der Budi. Ah, der Spelunke. Der kann es nicht so gut. Schau, ich kann natürlich hier nicht schießen. Dann stell dich halt gar nicht. Schau, so. Randale! Weißt du, auf Dingseldick. Was? Dingseldick. Wie heißt das Ding? Tiny Pick. Was ist da? Ich habe dort ein Video hochgeladen. Ich hab keine Ahnung, wo du jetzt hinaus willst mit dem Ganzen. Aber erzähl weiter, ja. Nein. Ich habe ein Bild hochgeladen. Nämlich habe ich gewonnen bei Videospiel erraten. Und jetzt war ich halt dran. Mhm. Ja. Was hast du erraten? Was war das? Ich habe erraten. Da kommst du nie drauf. Das hättest du nie. Ich war mir nämlich selber nicht sicher, dass das auch das war. Ich war so blind geraten. Okay, und was? Es war PlayStation Home. Ja, ja. Das ist jetzt geschlossen worden. Wirklich? Ja, das haben sie jetzt keine Ahnung, Server das geschlossen. Spielt, aber okay. Ich weiß auch nicht. Aber wahrscheinlich sind die ganzen PlayStation-Fanboys. Ja. Nein, ich bin selber ein PlayStation-Fanboy, allerdings nur von der PS1. Ja, aber ab der PS2 ging es dann... Ja, was? Nein, PS2 ist das Beste, finde ich. Unser Geschmack, kann ich nicht sagen. Ja, weil PS2, da war Sphinx und die Verfluchte. Sphinx? Ich glaube, du meinst The Sphinx. The Sphinx. Ja. Hast 10. Der Spelunker Regenschauer. Ja. Spelunke Regenschauer. Was hast du? Auf jeden Fall habe ich dort ein Bild hochgeladen. Ja. Und zwar von. Jetzt muss ich kurz überlegen. Oh, das kennst du auch nicht. Aber es ist ein cooles NES-Spiel. Es heißt Super Spy Hunter. Es ist ein extrem cooles NES-Spiel, was wir irgendwann mal spielen müssen, sagt der David. Schau, in einen goldenen Bottich. Du hast gemacht. Majestätisch. Ja. Du kennst das Spiel, ich weiß nicht, das Spiel. Ich kenne das, aber du kennst das. Ja, okay. Matke. Ach, jetzt ist es. Matke übrigens geraten mit dem Bücher. Oh nein! Jetzt fängt es an, Leute. Alles fängt hier an und da geht es weiter. Aber jetzt geht's los. Er meint, ein Buch ist da drin. Nicht ganz. Ein halbes. Und dann, er fragt uns was ganz Arges eigentlich. Welche Hautfarbe trägt denn das die Caro? Weil die Matt, Auto jetzt bitte, Auto. Jetzt so, bitte nein, nicht rassistisch werden. Welche Farbe das ist, weil unsere Kamera ja nicht ganz die beste ist. Das ist blau.
Also was Tolles ist gerade geschafft. Ich habe mit null Leben ein extra Life bekommen. Oh, ich weiß nicht, ob man das gut merkt, aber eigentlich ist da so ein Geistereffekt drauf, oder? Man sieht ja durch mich durch ein bisschen. Das ist ja ein Geistereffekt. Wir beten, weil Onja ist schon gestorben. Man sieht ja durch. Ich finde das so gut. Ein bisschen so hektisch. Ich wollte mich eigentlich ganz unsichtbar machen, aber das hat die Autocam nicht tabackt. Und jetzt bin ich irgendwie. Oh, er hat gerade David gesagt, habt ihr gehört? Nein, habe ich nicht. Hast du jetzt deine Geschichten alle fertig erzählt mit. Nein, ich habe so noch die Pointe noch nicht erzählt. Das ist keine Pointe, das ist eine wahre Geschichte. Also. Das ist keine Pointe, das ist eine wahre. Nein! Spelunker! Ein Mann mit Hut auf dem Kopf. Aber ich habe auf jeden Fall ein Bild hochgeladen, da muss ich immer seinen Code eingeben. Bei DynaPig. Und weißt du, was der Code war? Run Amok. Run Amok. Also ich habe das dann nicht nachgedipselt, ich habe dann zuerst gleich OK eingegeben. Und geschaut, was passiert. Aber dann steht da so, falscher Code ist dann da gestanden. Und ich habe mir gedacht, ich habe noch DynaPig ist du, schlauer. Du hast dich schon auf den Amoklauf vorbereitet. Ja. Und dann hat dich DynaPig auch noch aufgereiht. Ja. Aber. Kennst du diese Komödie? Komödie? Kennst du diese Komödie? Was meinst du? Amok Amonkas? Ich kenne nur Monk. Kennst du nicht Amok Amonkas? Ich kenne nicht. Lustige Komödie! Hui. Was ist das? Warum? Seit wann passiert das, dass ich einfach. Das ist so die Maus im Bild. Das ist die Maus im Bild. Jetzt das ist so ein inoffizielles Sequel zu Hui Bu. Was? Wie heißt der nochmal? Amok Amonkas. Amonkas. Das kenne ich. Er ist wieder da? Was ist das? Wieder da? Seit wann? Er ist wieder da! Ja, er ist wieder da! Er ist wieder da! Professor Gadget. Professor Gadget? Ist er nicht Inspector Gadget? Oder eigentlich Gadget? Ist nicht Gadget, ist eigentlich Gadget. Echt, habe ich das gesagt? Ja. In der deutschen Version. Inspector Gadget. Das ist immer so pronounced. Wo? Ich habe gerade so. Das ist schon Angst. Das Ziel, das ist schon also, das Ziel, oder? Das ist nicht das Ziel, ne? Ja, was ist das denn? Ich habe Angst jetzt, wirklich. Ich habe nämlich null Leben. Geh da rein. Ja, ein extra Life. Geh in die Pyramide, komm. Kann ich nicht, das geht nicht. Kann ich nicht. Was war jetzt mein Witz? Jetzt habe ich ihn vergessen wegen dir. Du hast dir. Bei deinem Weg Amok laufen. Ja, okay, aber was war dann? Und dann das ist okay. Ah ja, Amok Amankas. Amok Amankas. Und da gibt es eine urlustige... Ich weiß jetzt nicht, wie man so eine Szene nennt. Das ist der schwierigste Sprung im Spiel übrigens. Hui Bu! Kennst du noch den Film Hui Bu? Ja. Ja, das war jetzt nicht so überzeugend. Also. War nicht so gut, der Film. Nein, das gönne ich mir nicht. Man sieht es ja kaum. Darum ist jetzt das eine von vier Secret Items ist da erschienen. Und zwar das Unnötige. Ich hab gedacht, das hast du schon. Das ist zufällig, welche kommen. Schau, ist auch das Unnötige. Am besten ist natürlich ein extra Life! Deswegen nämlich. Er hat sich wehgetan. Kennst du noch Tomodachi Life? Ja, war das eigentlich so PlayStation Home für Nintendo-Leute oder was war das? Nein, das ist ganz anders. Das ist, du kannst einen Mii erschaffen. Ich hol mir das nicht mal, so justament bin ich. Ja, okay. Du kannst einen Mii erschaffen. Ja. Und wenn du Glück hast, verliebt er sich. Wenn du mehrere Miis erschaffst, verliebt er sich in einen anderen Mii. And that me is me. Okay. Jetzt wird's klebrig, Achtung. Ach, wieso habe ich Zeitbonus bekommen? Ich habe mir so gewünscht, dass ich jetzt justament ein extra Life bekomme. Weil davon habe ich nicht mehr allzu viele. Salzu viele, verstehst du? Es gibt ja Leute, die sind schizophren. Es gibt Leute, die sind salzophren. Was ist mit denen? Die vertragen kein Salz. So. Die glauben, dass Salz irgendwie doppelt existiert oder sowas. Ja, cool. Hui Bu! Das ist mein Lieblingsfilm! Hui Bu. Nur war das CGI da irgendwie sehr schlecht. Matke Pat Tomodachi. Uiuiui. Jetzt wird's kritisch. Du hast Tomodachi? Da kann ich nur sagen. Live like the Captain. Ich fand's aber lustig, es gab nicht so einen Trailer, glaube ich, bei Tomodachi Live. Wo Sakuraba. Ah nein, wie heißt der? Nicht Sakuraba. Das ist doch der von Tales, oder? Ja. Wo der. Wie heißt der? Kochi Ibuta, nein. Wie heißt der? Bombay. Ist nicht deine Stadt, eigentlich Bombay? Yeah. Echt? Boah. Ja, extra live.
Tomodachi Life sogar. Okay, ein One-Up nennt man Extra Life, nennt man Du-Up. Tomodachi Life. ich habe vor kurzem gesehen, eine Folge von Spießer.tv. Bulli, was ist das? Nein, ist mir jetzt egal, wenn du es nicht kennst. Ich lese es jetzt nicht. Aber Bulli Herbig. Der macht das? Nein, aber da gehen sie immer so, da schicken sie immer so irgendwelche Prominente in die Schule und die müssen dann dort eine Ersatzstunde machen. Da war auch Bulli Herbig und Otto Walkes. Mhm. Und die haben eine Stunde gemacht? Nein, nur eine halbe. Tja, also ich habe keine Ahnung, was Serax an diesem Spiel auszusetzen hat. Für mich ist dieses Spiel das reinste Feuerwerk. Jetzt hat es geschafft, das Spiel umgeht. Ja, in die kleine, die große, das ist zu viel, aber die kleine Pyramide. Da traut er sich rein. Weißt du, was da drin ist? Jetzt siehst du gleich, was in der Pyramide ist. Achtung. Hör, die Leiter blinkt da auch übrigens. Wow! Geldsäcke, Münzen, Gems, alles, alles. Let's start on another adventure. Dazu kann ich jetzt nur sagen, nein, danke, Spelunky. Wir spielen jetzt nämlich Spyro. Wie wenig Zeit haben wir noch? Ah, ein bisschen weniger als eine Stunde. Jetzt wow, ist alles grün. Und da soll noch einer sagen, Spelunker sei grün. Jetzt ist dasselbe Spiel nochmal mit dem einzigen Unterschied, dass die Schlüssel jetzt unsichtbar sind. Und die einzige Möglichkeit, sie zu kriegen, ist einfach drüber laufen, aber sie sind halt unsichtbar. Und deshalb ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Jetzt muss man schon wissen, wo die Schlüssel sind. Ich weiß es! Du nicht. Und der Serax auch nicht, aber ich kann nur sagen, falls der Serax das sieht, kann ich nur sagen, liebe Grüße. Und dann Let's Play, oder Let's Fluch, wie er es ja nennt, hat mir sehr getaugt, habe ich mir gerne angeschaut. Ich hoffe, du machst noch mehr gute Let's Fluchs von sehr guten Spielen. Und alle, die den Serax noch nicht kennen, ich werde wahrscheinlich bei diesem Video einen Link unten in die Videobeschreibung packen, damit ihr auf seinen Kanal gehen könnt. Weil der Serax, nein, das ist ein Let's Player, wo ich mir denke, also der ist nicht schlecht. Mhm. Das denke ich mir nicht bei vielen, das denke ich mir nur bei Gronk, Dena, Unge, Funk Royal, das Mirko. Was waren denn noch für Let's Player? Ich will jetzt einfach alle aufzählen, die ich kenne. Das ist der Witz von der, das ist der Witz. Mir fällt jetzt keiner, das funktioniert der Witz nicht, wenn mir keiner einfallen. Wir sagen jetzt Ciao, gar nicht Ciao, Obstpause jetzt. Spelunky hat's gemacht und ich auch. Ja, es ist und meine Hose gefallen. Ist bunt. Schnell ändere das. Das ist unser Score. Hey, du musst aber...